Immer die Leichen looten. Geld. Ah, 500. Wie viel hatten wir vorher? Wissen wir, wie viel sein Lohn ist. Ach, von einem dieser Salamander durch. Hier können wir nicht mitnehmen. Thermischer durch. Nehmen wir den mal mit und tauschen aus. Hat zwei Geld bei sich, okay. War das nicht der Magier, den wir hier gelootet haben? Der hat nur zwei Geld mit. Seltsam. Ach ja, das Schwert. Das Schwert, da müssen wir erstmal liegen lassen. So. Dann gehen wir auch gleich mal kurz bei der Mühle vorbei. Durch den Fluss schwimmen können wir leider nicht. Müssen wir einen kleinen Umweg machen. Ich gehe gerade mal an den Fischerhäusern vorbei. Jo. So ein paar Wanderungen sind hier bei The Witcher irgendwie mit drin. Sobald es nachts wird, müssen wir die Feuerquest machen. Müssen wir da mal für was. So. Harenbrook. Ist doch Haren, oder? Das ist doch der, mit dem wir reden sollen. Oder? War das nicht eine Quest? Ihr müsst Haren. Ich müsste Haren aufsuchen. Hallo, Haren. Seid gegrüßt, edler Fremder. Ihr seid? Harenbrook, Kaufmann und Zwischenhändler, stets zu Diensten. Was führt euch her, Hexer? Was habt ihr anzubieten? Ich nehme an, der Geistliche schickt euch. Natürlich. 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 Warum glaube ich euch das nicht? Ein Stotterer. Lestler. Können wir ein Arrangement treffen? Seht euch das mal an. Siegerring zeigen. Das ewige Feuer? Ein Geschenk des Geistlichen? Ja. Der Geistliche schickt mich. Er denkt, ihr braucht einen Hexer. Stimmt. Die Toten kommen nachts aus dem Fluss. Eine grauenhafte Kälte kommt vom Ja, Wasser. Die haben wir schon getötet. Helft mir, ich scheue keine Kosten. Das klingt gut. Ich helfe im Tausch gegen Informationen über die Salamandra. Und gebt noch 100 Orens drauf für meine Ausgaben. So macht man die jetzt. Ich hab schon gehört, dass ihr sie sucht. Die Salamandra bringen nichts als Ärger. Aber egal, wir sind uns einig. Diese verdammten Untoten. Sie verscheuchen die Kunden und zerstören meine Kisten. Und dies ist wertvolle Fracht für einen speziellen Kunden. Ja, wo die Kunden die Ertrunkenen finden können, das wissen wir. Wo kann ich diese Ertrunkenen finden? Am See des Nachts. Wo? Am Flussufer. Sie kriechen nach Einbruch der Dämmerung. Aus dem Wasser. Verstehe. Hexer. Da müssen wir gleich mal meditieren bis zur Nacht und dann, ja, das Leuchtfeuer links machen und dann hier noch auch noch ein paar Ertrunkene töten. Ich fand diese seltsamen Würfel. Sehen nach Zwergenhandwerk aus. Doch nicht hier. Wollt ihr uns beiden Ärger einhandeln? Ihr seid nicht gerade ein Heiliger. Angst vor einem Kästchen? Ihr habt so viel Schmuggelware. Überlebensinstinkt. Ich falle lieber nicht auf. Der Geistliche hasst dieses Spiel. Ihr wisst also, was das ist. Das habe ich nicht gesagt. Die Dinger wurden nicht von Menschen gemacht und stinken nach Teufelei. Die Zwerge müssten etwas wissen. Habt dann fangen wir sie mal. Zumindest dafür. Der hat vielleicht noch was. Was verkauft ihr denn? Eigentlich alles. Aber es sind schwere Zeiten. Daher ist die Auswahl begrenzt. Zeigt her. Der Kunde hat immer recht.
die Ware. Ui, eine Axt. Sehr schön. Und eine kleine Axt. Und eine thermische Axt. Und Blut hat er nicht. Ist ja sehr schön. Waffe. Schaden 5 bis 15. Die Waffe kann nicht in Kombination mit Kampfstilen des Hexers verwendet werden. Okay, 5 bis 15. 6 bis 12. Nehmen wir die kleine Axt mit. Guck mal, die vielleicht hier. Eine Wurfaxt. Ich kaufe. Eine Wurfaxt, wie es ausschaut. Die große Axt. Können wir die auch kaufen? Gegen das rostige Schwert tauschen. Das rostige Schwert, ja gut. Ich kämpfe die mal mit der Axt. Sehr schön. Jetzt haben wir eine Axt dabei. Sehr schön. Haben wir da ein bisschen Geld ausgegeben? Können wir nicht. Schwert ziehen. Ich meine Axt ziehen. Ist gerade kein Kampf in der Nähe. Schade. Einfach so Dorfbewohner abschlachten können wir auch nicht. Es kommt. Was kommt? Lebt wohl. So, mit Zwergen müssen wir reden. Alles klar. So, hier war noch irgendwo der Zwerg. Hat er nicht irgendwo sein Haus gehabt? Ich habe ihn noch befreit von den Randalierern. Okay, das sind keine Zwerge. Irgendwo hing der doch ab. Zwerg. Oder war der jetzt schon in der Kneipe? Im Dorf. Doch, ich glaube, den haben wir dort im Dorf gesehen. Er ist in der Kneipe. Müssen wir mal zu ihm laufen. Können wir das mal als nächstes machen? Die ist hier. Nein. Schmied, Lagerfeuer. Der Schmied ist auch ein Zwerg. Kapelle. Ich glaube, das war hier, wo wir hin müssen. Raststätte, genau. Und eine Raststätte. Laufen wir am besten hier nochmal lang. Ich meine, es ist eh nicht noch nachts. Da können wir eh noch nicht Ertrunkene erschlagen. Und die Lichter anzünden. Deshalb gehen wir erstmal zum. Die Mühle wollten wir noch erkunden, aber ja, egal. Das haben wir ja schon mal gemacht in einem Stream. Können wir später nochmal nachholen. Jetzt erstmal zum Zwerg. Das soll uns ja weiterhelfen können. Wie schön das wäre, wenn hier Schnellreise gehen würde. Das wäre natürlich, da wäre nicht so viel gelaufen hier. Na und sonst so. Was läuft bei dir so, Fastenbrucke? Jetzt können wir noch ein bisschen reden. Die Reise dauert noch ein bisschen. Bis wir dort sind. Kann es noch eine Weile dauern. Wie war dein Tag heute? Wie läuft's bei dir? Gut. Da trinke ich mal gerade einen Schluck, wenn wir hier eben rumlaufen. Ein bisschen lenken muss dann auch ab und zu mal, und wenn ich gegen die Wand laufen. Ich vergeude meine Zeit. Das ist kein Zwerg.
Noch auf dem richtigen Kurs? Ja. Sehr gut. Und weiter geht's. Ich glaube, da sind wir schon. Ist doch hier das Stadttor. Nicht das Stadttor, das Dorftor. Das Stadttor, da standen wir gerade vor. Da mit den Salamandras gekämpft. Das ist ein Zwerg. Zwergschmied. Wer sind die Skoyatel? Terroristen oder Unruhestifter würdet ihr sie nennen. Sie kämpfen für die Rechte von Anderlingen. Skoyatel ist elfisch für Eichhörnchen, benannt nach den Eichhörnchenschwänzen an ihren Mützen. Aha. Treibt ihr Handel mit ihnen? Verpisst euch, ihr legt mich nicht rein. Verschwindet, Störenfried. Okay. Gasthaus. Da war doch der andere Zwerg hier. Wo war denn unser alter Kumpel? Hat man den nicht zuletzt hier gesehen? Ansonsten wäre das hier ein guter Ort zum Schlafen. Meditieren vom Kamin. Eure Mutter lutscht Zwergenschwänze. Aha. So, wo ist Fettfried? Fettfried, hier. 25. Ja, hier. Sterb daran. Ich bin dabei. Faustkampf. Na komm. Ich bring euch um, Bastard! Wir sollten mal decken. Wir haben Deckung. Wer will einer aufs Maul? Sieht nicht gut aus. Oh, weil, ja komm. Hau drauf. Zeit zu sterben. Ist doch schlecht. Ins Gesicht. Keine Herausforderung. Wir kassieren mehr als er kassiert. Im Schwertkampf bin ich besser. Auskampf. Das wird auch wieder nichts. Ausweichen. Er weicht ziemlich gut aus. Was wir nicht machen. Ach so, weichen wir aus. So, jetzt hier. Und komm. Und ich weich doch aus hier. Er weicht ziemlich gut aus. Ich hab das jemanden zu schlagen. Und zack, und ins Gesicht. Na komm. Wir kassieren hier nur. Nein, er weicht immer sehr gut aus. Ich weiß. Wir machen nicht wirklich Schaden. Wir werden wieder fehlen hier im Forstkampf. Ein bisschen was haben wir scheinbar schon geschafft. Im letzten Mal. Das bleibt dann scheinbar auch. Aber so richtig Schaden machen wir hier nicht. Ah, das war ein Schaden. Einmal Schaden haben wir gemacht. Na toll. Na toll, jetzt. Hau ab. Eure Mutter lutscht Zwergenschwänze. Ich dich auch.
Na komm. Lass dich nicht besiegen, Geralt. Oh, das sieht gut aus. Ich bring euch um, Bastard! Wer will einer aufs Maul? Na komm. Ducken und... Na komm. Rein da. Er ist geschwächt. Er verteilt immer noch ordentlich, aber... Na komm. Puh. Seht ihr den Balken? Der ist schon ordentlich. Oha. Verdammt. Sieht schlecht aus um mich. Na komm, reinhauen hier. Deckung. Na komm, jetzt noch ein bisschen Schaden hier. Ausweichen. Zurückweichen. Und rein da. Noch ein bisschen Schaden. Das ist gar nicht mehr viel. Verdammt! Geralt besiegt. Aber knapp. Ja. Ich glaube, jetzt müssen wir es nur noch einmal machen, oder? Wenn der Schaden so bleibt. Ihr könnt vielleicht gut mit dem Schwert umgehen, aber ich weiß. Faustenkampf seid ihr... Seid still. Kommt morgen wieder. Verliert noch einmal 25 Ohren. Der Schaden bleibt jetzt so, oder? Ihr könnt... Seid still. Kommt morgen... Morgen wieder. Dann sollten wir eben vielleicht mal schlafen. Schank wird Olaf. Willst du einen Schneemann bauen? Jo. Achso, ja. Das hier... Ich möchte einmal schlafen. Was kann ich für euch tun? Ich suche jemanden, der in diesem Gasthaus weilte. Seht euch an den Tischen um, aber nachts ziehen sich die Gäste in ihre Zimmer zurück. Kommt morgen wie... In Ordnung. Was kann ich für euch tun? Habt ihr ein Zimmer? Ja, für euch. Ein Zimmer ist es nicht wirklich, aber wir können hier meditieren. Bis zur Nacht. Bis Mitternacht meditieren. Das ist der Plan. Dann gehen wir mal hier wieder. Gehen wir mal die Quests erledigen. Ah, ist das nicht unser Zwergenkumpel? Geralt? Könnt ihr um lohnende Summen spielen? Ihr wäret überrascht, wie populär es ist. Vermögen wurden damit gemacht und verloren. Manche nehmen es sehr ernst. Danke. Spiel ich immer später. Ich muss mit ihm noch die Quest. Trinken wir etwas. Ich habe ein bisschen Alkohol mit dabei. Wenig Alkohol. Und hier auch was mit mehr mittlerem Alkoholgehalt. Und let's go. Und wird's trunken. Mittlerer Alkoholgehalt. Und ihr werdet trinken. Jahu. Ui. Unglaublich. Der alte Geralt trägt mich unter den Tisch. Juhu. Das war nicht einfach. Verdammt. Ich habe einst auf diesen Stein geschworen, dass kein Mensch mich je unter den Tisch trinkt. Ein Diamant. Das kann ich nicht annehmen. Und ich bin kein Mensch. Scheiße. Jetzt nehmt schon. Ein Schwur ist ein Schwur. Diamant, das ist gut. Das können wir teuer verkaufen. Halt und Diamant. Natürlich sind wir besoffen. Ich glaube, wir sollten nochmal ausruhen, bevor wir loslaufen. Die Ertrunkenen. Die Betrunkenen erledigen, ja genau. Müssen wir uns selbst erstmal ausschalten. Wir sind heute keine Draufgänger. Schank wird Olaf. So,
So, das dauert jetzt ein Weilchen. Voll trunken. Jetzt sind es nicht um die Ecke, das ist halt jetzt hier. Och Mann, jetzt hier. Was kann ich für euch tun? Habt ihr ich brauche ein Zimmer. Ja, für euch. Immer wieder ausnüchtern. 24 Stunden. Einmal durchschlafen. Sehr schön. So, jetzt machen wir mal unsere Quests. Fremde in der Nacht. Ich muss die Ertrunkenen töten, die nachts am Flussufer spuken. Haaren aufsuchen, haben wir schon gemacht. Achso, der will ja. Ja, okay. Die Kapellen des fünf. Die fünf Kapellen des Feuers. Anzünden. Die Kapellen anzünden? Nee, nur die Feuer. Obwohl die Kapellen wir auch anzünden könnten. Das wäre auch nicht schlecht. Das würde ich nur zu gerne sehen. Die Kapellen sind doch hier die. Nee. Hier sind Kapellen. Kapelle. Hier ist die Kapelle. Vielleicht sollten wir da mal nachgucken gehen. Das sind Schreien. Hier ist die Kapelle. Auf geht's. Mach die Tür auf. Und. Es ging schnell. So, Ertrunkene müssen wir. Müssen wir schaffen. Und by the way, die Lichter anzünden. Wie wir das machen, weiß ich auch nicht, aber wir sollten erstmal des Nachts zur Kapelle gehen. Ja, besoffen wäre das jetzt ein bisschen schwierig. Und voll so hier. Hunde besiegen. Haben wir schon mal versucht. So schnell weiter. Ja, wir sind auf dem richtigen Kurs. Der rote Pfeil zeigt es an. Vielleicht nicht mitten übers Feld. Achso, das ist hier Odos Haus. Stimmt, da waren wir auch mal. Das war hier die Stelle, wo wir mit den Hunden gekämpft haben. So, wir müssen einen Pfad suchen, wo es lang geht. Ja, erstmal da hoch und dann. Ja, falsche Richtung. Der Pfeil sagt nur, zeigt nur, wo es richtig ist, in welche Richtung. Müssen wir natürlich erstmal einen Pfad finden, der uns hinführt. In den Pfad. Was geht da vor sich? Ein Ghoul. Ah, sie sind jetzt auch des Nachts hier unterwegs. Dann kriegen wir doch noch das Ghoul-Blut. Und das Hund jetzt hier erstmal in Ruhe. Und der Ghoul ist jetzt das Wichtigste. Warte, ich probiere gerade mal was. Axt ausgerüstet. Okay. Lässt sich auch mitkämpfen. Kann man auch machen. Mit der Axt. Ein richtiger Zwerg. Der Witcher ist kein richtiger Zwerg, aber. Genau. Das stimmt er mir zu. Dass Geralt kein Zwerg ist. So, in die Richtung weiter. Eo.
Vielleicht können wir dann schon mal das mit dem Feuer machen, das ewige Feuer anzünden. Das könnte uns schon mal weiterhelfen auf der Quest. Der Pfeil zeigt irgendwie in die falsche Richtung. Ja, boah, macht's hinter uns. Na gut. Axtkampf, mal müssen Axtkampf üben. Let's go. Komm zu Daddy. Oder halt auch nicht, wenn du wegrennst. Soll mir das egal sein. So, sind wir bald da. Dauert noch ein Sekündchen. Wir sollten vielleicht vor dem Morgengrauen hier ankommen. Dass wir das noch schaffen, die Ertrunkenen umzubringen. Und das Feuer anzuzünden. Wahrscheinlich brauchen wir dafür eine Fackel. Hoffentlich kommen keine köstlichen Bestien. Da sagst du was. Oha, cool. Die Axt, die bringt's. Ist ein bisschen langsamer beim Angreifen, aber die haut rein, zwei Schläge und dann fertig ist es. Sehr gut. Okay. Die Wachen umgebracht. Okay, das ist nicht gut. Jetzt können wir die Fackel mitnehmen. Dann wird das Dorf nicht mehr beschützt. Axtkampf. Na komm. Können wir hier hinein? Kapelle abgeschlossen. Wie sollen wir das ewige Feuer anzünden, wenn wir nicht rein können in die Kapelle? Durchs Fenster. Pforte verschlossen. Ja gut, ich würde mal sagen, ich mache eine kurze Pause, ganz kurze Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Krass, die Leute sind einfach zerbissen worden. Du sagst, es ist fast ein Poker. Kurze Pipi- und Kaffeemachpause. Nicht gleichzeitig, aber nacheinander. Gut, bin kurz weg. Bis gleich. Wir sehen uns gleich wieder. Schiebe ich mal in den Pausenraum, in der Hoffnung, dass das klappt. Bis gleich.